Hey ho, Maimor, Freunde, wir spielen ja heute auf dem Piga-Server. Und ja, das ist auch schon alles, was. Ne, das ist nicht alles, was ich sagen muss. Wir spielen hier direkt vom gestrigen Video noch eine Folge auf dem gleichen Account, einfach nur um nochmal zu beweisen, so. Es bannt nichts, das Backtrack, was ich benutzt habe, bannt auch nicht im Nachhinein oder sonst irgendwas. Da braucht man gar keine Angst haben. Und ja. So, den ersten haben wir auch schon. Zumindest gleich, wenn er respawnt. Sekunde. Er respawnt, glaube ich, nicht mehr. Ja, die Zeit ist definitiv drüber. Gut, dann Steinschwertblöcke. Es ist auf jeden Fall sehr geil mit Jan, Eject. Also, keine Ahnung, 400 Euro im Monat für das Anti-Cheat oder halt einfach 30 Euro Lifetime für Eject. Das sind die Fragen im Leben. Ich finde das immer wieder witzig, Anti-Cheat-Preise mit Client-Preisen zu vergleichen, weil natürlich ist der Client-Preis günstiger, aber eigentlich ist es halt traurig, dass Anti-Cheats inzwischen so teuer sind, aber von so günstigen Clients umgangen werden, und deshalb ist dieser Vergleich eigentlich auch vollkommen berechtigt, weil es Müll ist. Kauft euch diesen Müll nicht und holt euch einfach Grimm, das ist umsonst, packt irgendeinen Check rein für Badfucker durch Blöcke und sowas und oh Gott. Ja, natürlich kommt da noch ein zweiter Wen. Ja gut, dann halt nicht. Dann habe ich mein ganzes Equipment verloren, doll. Ja, egal. Holen wir uns halt einfach nochmal neues Equipment. Ich sehe da drüben ein Bett, dann gehen wir erstmal das da drüben holen. Bevor ich das vergesse, und wieder ganz auf die andere Seite der Map, weil die Betten sind wenigstens näher aneinander da drüben. Geht der gerade zu meinem Bett? Ja, natürlich. Oder? Ne, tut er nicht. Okay, super. Und der hat ultra enchantedes Equipment und hat auch eine Eisen, ja, Rüstung. Ich kann nicht reden, es tut mir leid. So. Dann holen wir uns einfach Emeralds. So. Und kaufen uns eine Dia-Rüstung oder ein Dia-Schwert eher. Ach, Digga. Natürlich ist er jetzt wieder bei seinem Bett. Gerade wo wir da hingehen wollen. Und. Ja. Okay. Passt. Perfekt. Passt. So. Dann kaufen wir uns halt einfach ein Dia-Schwert. I guess, mit Sharpness, ja, ja, machen wir so, und so, dann kann ich mir das speichern, Alter, das ist auch mal eine Ausdrucksweise, saven für später einfach, und hole ich mir jetzt das blaue Bett, so, perfekt, könnte kritisch werden. Ach ne, ich hab ja mein Bett noch. Ich hab irgendwie wieder an die letzte Runde gedacht. So. Oh Gott, er hat's mit Holz eingebaut. Das kann so lange dauern. Nein. Ach, Digga, ich vercrafte das nicht mehr. Warum habe ich dann meine Sachen nicht in die Kiste getan? Warum habe ich gedacht, ich habe kein Bett mehr? Okay, ich schneide das jetzt. So, da sind wir noch wieder back und what the fuck hat er sich gerade gedacht? Interessant auf jeden Fall. Ich muss mir definitiv gleich nochmal eine bessere Spitzhacke kaufen. Das sollte ich eigentlich davor machen, aber egal. Okay, so. Dankeschön. So, Nummer 1 ist erledigt. Nummer 2. Ja, das ist ein Bug mit dem Tick-Base. Gut zu wissen, tatsächlich. So. Bett ist zerstört. Geht direkt an Yannick, der Bug-Report, tatsächlich. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Dann, das ist nämlich eine Dev-Version, mit der ich gerade. Ich, Digga, Alter. Junge. Ich will nicht mehr. Mit der ich gerade spiele. Und ja.
mit der Dev-Version müsst ihr ja nicht spielen. Die Beta-Version, die wahrscheinlich schon für euch draußen ist, wenn ihr dieses Video gerade guckt, hat diesen Bug dann nicht mehr und hat die ganzen schönen neuen Features dafür schon drin. Wahrscheinlich auch schon das gefixte Backtrack und ihr könnt dann auch noch mit dem richtig geilen Backtrack aus dem letzten Video spielen, was nur in der ersten Runde an war, weil es dann noch gekickt hat, aber inzwischen kickt es ja nicht mehr und ja, okay. So. Das ist einfach nur wunderschön. Das ist wirklich einfach nur wunderschön. Hier sind einfach schon Leitern und so am Start. Der Typ wird gefährlich sein. Der Typ wird sehr gefährlich sein. Okay, der hat starkes Equipment auf jeden Fall. Oh Gott. Hä? Ach, da hinten ist sein Bett. Hier war kein Bett oder... Keine Ahnung. Ich bin langsam wirklich überfragt. Kaufen uns einfach einen goldenen Apfel und gehen zu ihm rüber. So. Team Pink existiert auf jeden Fall noch. Der hat eine Frog Potion. Okay, interessant. Ja gut, wenn er nicht gegen mich kämpfen möchte. Dann halt nicht, ne? Dann gehen wir einfach zu seinem Bett, I guess. Hat er mich einfach jetzt nicht gesehen, oder? Und ja, da baue ich immer so, weil das geht schneller als mit einem Scaffold Walk. Wer hätte es gedacht? Der ist nicht mehr in meiner Nähe. Holt er sich gerade einfach auch mein Bett? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Gut zu wissen. So. Bett ist down. Sehr, sehr schön. Ich habe noch Diamanten in meiner Kiste. Kann ich damit irgendwas anfangen? Ich glaube eher nicht. Nee. Schade, schade. Dann suchen wir mal den Pinken. Wo auch immer der sein wird. Interessant. Auf jeden Fall. Also eigentlich eher nicht so. Aber da waren 15 Diamanten. Okay. Da kaufe ich mir dann nochmal ein besseres Enchantment. Da lasse ich mich nicht dumpen. Aber ich schneide euch, glaube ich, bis ich den Typen wieder sehe, weil das ja wieder höchst fragwürdig. Hat der sich jetzt noch Diamant-Equipment, so Diamantrüstung oder so? Oder was ist jetzt los? Ah, da ist der Pink auch schon. Sehr schön. Okay, er hat keine Diamantrüstung. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Und ich glaube, der hat Fireballs, ja. Halt's Maul! Ja, dafür hat man halt so Anti-Fireball. Der hatte auch noch eine Enderperle, wie man gerade gesehen hat. Also guter Spieler auf jeden Fall. Die macht noch immer Full Damage und bin nicht mitigated. Komisch. Schon das zweite Video in Folge. Wo sind die Eject-Doubter wieder in den Kommentaren? Ich dachte, das bannt hier alles und mitigated und so. Aber ich benutze auch Tickbase und alles. Ich habe auch Backtrack benutzt. Oh, scheiße, ist das doof. Oh, scheiße, laut. Oh, ist das doof. Das war wirklich eine sehr lange erste Runde, muss ich ja sagen. Also meine Fresse, das war wirklich interessant. Aber ich meine, das war trotzdem easy. Außer wenn ich da, außer das eine Mal, wo ich zu blau gelaufen bin und kein Equipment hatte, keine Spitzhacke. Ich habe es noch vorher extra gesagt, dass ich keine Spitzhacke habe und dann bin ich genau da gestanden. Egal. Oder war das so? Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich bei Lore gestorben bin wegen Eumelein. So. Perfekt. Genauso hatte ich das tatsächlich auch geplant, dass er drauf mich drauf springt und ich geboostet werde einfach und halt noch weiterbauen kann. Ja. Tickbase. Ihn weg. Sehr schön. Geil. Sehr geil. Kaufe ich mir direkt 2 goldene Äpfel und ein Steinschwert, ne, Blöcke. Dann kann es auch schon direkt zum nächsten Bett gehen. Der wird gerade, glaube ich, angegriffen. Ist natürlich doof. Aber egal. Wir bauen uns dahin. Der Grüne hat ihn ein bisschen outplayed, muss man echt sagen. So. Bleiben mal hier in der Richtung. Lassen ihn einfach seinen Kill machen. Okay, wir lassen ihn nicht den Kill machen, wir holen uns beide einfach.
Junge, Eject ist so geil auf Paula. Es macht wirklich wieder richtig Spaß, damit zu spielen. Also davor muss ich sagen, Paula Cheating war jetzt nicht so interessant für mich. Also seitdem ich weiß, wie gut Eject drauf sein kann mit einer richtig guten Config, ist es einfach nur nice. Kann man nicht anders sagen. Weil Yannick's Config, ich will jetzt nichts gegen Yannick sagen, so, aber nein, war in Ordnung, aber mit einer guten Config ist schon nicer, so. Ach ja. Ach, der Grüne lebt noch, okay. Gut. Oh fuck, der hat ein enchantetes Schwert. Dann warten wir einfach mal kurz auf den Gelben, bis er seine Arbeit da macht. Ja. Macht er seine Arbeit? Sieht so aus. Keine Ahnung. Ah, das Bett war schon weg. Jetzt, ach verdammt. Hätte ich mal nicht den goldenen Apfel lassen sollen. Hätte ich nicht so viel Damage beim Kampf gekriegt. Aber egal, so. Den Diamanten save ich mir dieses Mal. Dieses Mal spiele ich ein bisschen schlauer, I guess. Ein bisschen zumindest. Und so. Ah, der ist schon wieder da. Das ist höchst unangenehm, muss ich sagen. Okay, let's go. Badfucker lasse ich mal kurz aus. Dann habe ich besseres Timing. Oh, verdammt. Er hat mich einfach aus dem Nichts gebacktrackt. Aber ich hole ihn nicht. Ich wollte sagen, ich hole ihn trotzdem, aber ich hole ihn nicht. So. Goldene Äpfel. So langsam hätte ich mir schon 10-mal eine Eisenrüstung kaufen können, aber egal. Juckt wen genau? Wer braucht schon Equipment, wenn man, ich wollte sagen, guter Spieler ist, aber guten Client hat er. Team Weiß hat sein Bett noch. Okay. Interessant, interessant. So. Team Gelb kommt von da drüben angelaufen. Das ist nicht so cool. So, kurz hier meine Jump'n'Run-Künste ausgepackt. Da ist kein Diamant drin. Ich kaufe mir hier kurz Sachen. Kommt der mir hinterher? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Sieht irgendwie so ein bisschen danach aus, als würde er mir hinterherkommen. Finde ich frech. Ja, macht auch. Der hat Diamantrüstung. Er hat Diamantrüstung. Aber jetzt können wenigstens die Leute in den Kommentaren nicht sagen, ey, dein Client macht nicht Full-Schaden, weil da war jemand mit Diamantrüstung, was man komplett an Armor-Bars erkennen konnte. Aber du hast nicht Full-Schaden gemacht, weil der hatte zwar Diamantrüstung, da braucht man mehr Hits für. Aber hey, du hast nicht Full-Schaden gemacht. Ich liebe die Hater in den Kommentaren, weil sie halt so delusional heutzutage sind, weil sie halt so in ihrer eigenen Welt leben, so eine Scheiße labern, die halt einfach nicht stimmt. Einfach nur, damit sie sich besser fühlen im Leben. Das ist immer sehr, sehr doof sowas. Okay, Mann. Er ist der beste Spieler der Welt. Oh, er ist runtergesprungen. Sehr freundlich von ihm, muss man schon sagen. Das war's auch einfach schon wieder mit der Folge. Ich kann dir jetzt abschließend nochmal hier meine Stats anzeigen. All Wins 3, All Bets 16, All Finals 14. Boah, wieder ziemlich einfach irgendwie hier. Warte mal, All Wins 3. Haben wir das erste Game nicht gewonnen? Warte mal. Ach ja, stimmt. Ich wurde ja gekickt wegen Backtrack im ersten Game vom letzten Video. Da war ja was. Okay, sonst wären es 4 Wins gewesen. Ja gut, dann passen die Stats auch wieder. Ich dachte schon, Pika wird mich trollen, aber nee, passt. Ja, mit freundlichen Grüßen. Wir sehen uns für ein anderes Video wieder. Tschüss.